Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Ja, ich war dann am 2. Januar 1977 bei Audi angefangen, und als ich ins Büro von Herrn Benzinger kam, saß da schon der Herr Stockmar. Jürgen Stockmar ist damals schon auch als junger Ingenieur recht bekannt gewesen. Er war Gründungsmitglied, glaube ich, von der Autozeitung und Chefredakteur, und hatte auch schon den Rex-Rennwagen gebaut. Das war eine Eigenkonstruktion, aber ein recht flottes Fahrzeug, das, glaube ich, der Harald Erdl auch gefahren hatte. Und so kannte man in der Szene den Jürgen Stockmar durchaus. Und dann sage ich: Ach, Herr Stockmar, was machen Sie denn hier? Ja, sagte er, ich fange hier an. Das ist ja interessant, ich auch. Und was machen Sie da? Sagt er, ja, ich werde Chef hier für die Chassis-Vorausentwicklung. Sag ich, ach so, ich auch. Ja, und dann kam Herr Benzinger und sagte: Meine Herren, jetzt müssen wir da erstmal was klären. Und er hatte ja Gott sei Dank einen sehr großen Bereich, den haben wir dann aufgeteilt, der Stockmann, der auf diesen Job über eine normale Bewerbung über die Personalabteilung reingekommen ist, und ich über diese Sonderbehandlung mit der Probefahrt von Herrn Piesch, sozusagen auf den gleichen Job. Und das war im Übrigen charakteristischer für die ganze Karriere von Herrn Piesch. Er hat immer die Leute gegeneinander angesetzt, so mit dem Motto: Lass die mal machen, der Bessere wird sich schon durchsetzen. Das hat mich da auch daran erinnert. Das ist tatsächlich auch der Hintergedanke wahrscheinlich. Das war auch so der Hintergedanke. Nur der Unterschied war halt, der Stockmar hatte eine Planstelle und ich nicht. Ich war so reingedrückt worden. Dann. Und ich fing da auch an, wurde irgendwo in ein Büro dann mit reingesetzt, wo dann nur ein Stuhl reingestellt wurde, hatte am Anfang gar kein Telefon und so. Aber relativ schnell, und ich hatte dort auch über ein paar Jobs übernommen, die schon angefangen waren. Es gab da so einen angefangenen Audi 50 mit einem Mittelmotor, Heckmotor. Was? Ein Audi 50 mit einem nach hinten gesetzten Antriebsstrang. Es sollte so, damals gab es so ein Peugeot, wie hieß der kleine Fünfer, irgendwie sowas, R5 oder so. Nee, das ist der Renault R5, aber Peugeot. Von Klappen, auf jeden Fall, also das war auch ein Projekt, das mich nicht wahnsinnig, also dem hätte ich keine großen Zukunftschancen gesehen, aber es war. Das klingt so lustig. Das war aber interessant, da gab es da ja schon ein angefangenes Motorrad, das von Herrn Gumbert begonnen wurde, aber so halb fertig war, das sollte ich dann fertig machen. Und aber schon, und dann hatte ich noch den Dauerlauf, Verantwortung für den Dauerlauf mit aufs Auge gedrückt bekommen. Das war ja eigentlich nicht so mein Traumjob, aber das war eine sehr interessante Aufgabe, denn Piers Philosophie war, dass die Vorentwickler, die also am Anfang die verrückten Ideen haben sollten, gleich am eigenen Leib merken, wie viel Verantwortung es ist oder wie viel es dann doch bedeutet, das so zu entwickeln, dass es am Ende auch im Dauerlauf, in der Serie, unter allen besonderen Bedingungen, alle Sicherheitsvorschriften und so weiter erfüllt. Und diese Kombination, das durfte ich dann da für eine Weile machen. Und dann kam das große Glück, dass gleich die Idee, relativ schnell die Idee mit dem Vierradantrieb aufkam. Das war nämlich, ich war ganze 4 Wochen da, und dann kam Herr Benzinger aus einer Skandinavien-Erprobungsfahrt zurück, wo er mit dem Iltis im Schnee selbst 200 Turbo, der als Prototyp damals mit dabei war, nass gemacht hat, wie man so schön sagt, wobei er halt, der Iltis hatte glaube ich 75 PS oder sowas, und der Benzinger sagte, ein Iltis mit viel Leistung, das wäre mein Traumauto. Das war eigentlich der Startschuss, dass wir anfingen, über Vierradantrieb nachzudenken. Und aber schon an
ich hatte dann die Aufgabe gekriegt, als Chef der Konzeptentwicklung ein Fahrzeugkonzept da eben zu machen. Und die Idee, ein Iltis, also ein hochgelegtes Auto mit viel Leistung, das hat mir also nicht gefallen. Ich wollte lieber meinen Idealen kleiner, leicht, wendig. Und ich wusste, das gibt bei Audi das Coupé in Entwicklung, das war noch nicht auf dem Markt, aber das war intern natürlich als Prototyp vorhanden. Es gab den 200 Turbo, aus dem man den Motor nehmen konnte. Und so hatten wir das. Das waren die Voraussetzungen, um dann den Quattro, der ja aber natürlich nicht so hieß, zu konzipieren. Wir nahmen den Audi 80, haben den im Radstand durchgesägt und verlängert auf die Abmessungen von dem künftigen Coupé, den starken Motor eingebaut, Vorderachse vom Iltis, als Hinterachse haben wir die umgedrehte Vorderachse von dem Audi 80 nochmal genommen, die McPherson mit dem entsprechenden Hilfsrahmen und so, und hatten im Herbst des gleichen Jahres, 77, den ersten A1, hieß das Ding, Prototyp, fertig. Der wurde gebaut ohne Budget und ohne, also mit viel Geheimhaltung hatten wir den dann da aufgebaut. Und ja, das, was durchgesickert ist, waren auch natürlich sehr viele Skeptiker da. Also viele, alle haben, oder auch selbst die Ingenieurskollegen, im Übrigen auch der Jürgen Stockmar, hatten am Anfang alle gesagt, das ist verrückt, die ganze Welt fährt mit einachsgetriebenen Autos und jetzt kommt ihr hierher und meint, man muss beide Achsen antreiben und so. Aber das Erstaunliche war, das Auto hat auf Anhieb wunderbar funktioniert. Es hatte sofort die guten Eigenschaften, die der Quattro dann ja später in allen Lebenslagen bewiesen hat. Und aber das mit allen Lebenslagen, das ist im Übrigen ein ganz wichtiges Stichwort, weil nämlich hat man dann am Anfang uns geglaubt, dass er auf Schotter oder auf Schnee, dass dann die Traktion, dass er da wirklich besser ist. Aber wir hatten ja den Ehrgeiz und wollten einen schnell laufenden Vierradantrieb für alle Autos. Und der ganze Ehrgeiz war, das so hinzukriegen, dass wirklich das auch für jeden Sinn macht. Die Fahrsicherheit erhöht und die Fahreigenschaften verbessert. Wir sind dann zum Beispiel am Hockenheimring gegen einen Porsche 928, glaube ich, war das damals, mit dem man dann im Trockenen auch Vergleiche gemacht hat und so. Und wir waren mit dem schwächeren Quattro-Prototyp überall auf Anhieb besser. Und das hat uns dann ermuntert, ja auch zu versuchen, ein Serienauto draus zu machen. Aber war das noch, war das schon diese hohlgebohrte Achse? Also dieses, oder war das noch dieses Problem nee, das ohne war Mittendifferenzial? Das war noch war sehr, am Anfang gab es die, gab, war noch also der, kein dieses raffinierte Zwischendifferenzial. Das gab es damals noch nicht. Aber wir sind dann schon Scheibchen, neben der Entwicklung von dem Auto war die größte Schwierigkeit, das Auto im Konzern durchzusetzen. Denn ich meine, Autos werden ja strategisch geplant und durch Stäbe und es ist ja alles nicht so einfach. Und wir kamen daher und haben gesagt, jetzt machen wir hier ein Auto, das eigentlich keiner will oder keiner für vernünftig hält und sowas. Mit wie vielen Leuten baut man eigentlich an so einem Prototypen? Wenn Sie sagen, das durften nicht so viele wissen. Ja, das kann man jetzt so nicht so so mit Kopfzahl, weil da waren doch am Ende viele oder mehrere Leute, weil wir ja in der Konstruktionsabteilung, dann haben wir da natürlich Sympathisanten und Freunde gewonnen, die dann ohne die Stunden auf das Projekt zu schreiben, mal eine Konstruktionszeichnung gemacht haben. Andere, die also im Getriebebau oder im Chassis, also die uns da überall geholfen haben. Insofern war das dann doch schon ein ziemlicher Stab von Leuten, die aber unter der Hand, sagen wir mal,
da für uns dann da gearbeitet. Aber geht man da so in der, jetzt sehr naiv gesagt, geht man in der Kantine mal so hin, sagt du, wir planen da was Tolles, magst du uns mal was zeichnen? Ja, so ähnlich läuft es dann. Ja, oder nicht immer nur in der Kantine, aber dann geht man wirklich hin und muss dann da den gewinnen. Und wenn man dann das richtige Projekt hat und es geschickt anfängt, und dann erzeugt man ja sogar Emotionen und Leistungen. Also das, wir hatten dann plötzlich ein Team zusammen, die viel motivierter war, als jetzt einen neuen Schaltknauf für den Audi 80 zu konstruieren oder sowas. Ne? Also das war dann doch ein sehr interessantes Projekt, und es war ja auch ein spannendes, weil wir hatten ja auch, ich sagte schon, Leute, die dagegen argumentiert hatten. Und so, dass die Überzeugungsarbeit, die dann geleistet werden musste, das war natürlich auch ganz erheblich. Wir hatten dann, Birch ist ja Österreicher, und er hatte dann die Idee mit der Turracher Höhe. Das ist, ich glaube, Europas steilstes Straßenstück. Im Winter mit dem Quattro, also mit unserem A1-Prototyp. Dort haben wir sehr viele Erprobungsfahrten da gemacht. Und haben dann auch dazu die ersten Meinungsträger im VW-Konzern eingeladen. Und wir mussten, die Hürde war ja auch nicht nur Audi, sondern das musste ja, damals gab es den Beherrschungsvertrag, der im engeren Sinne, Wortsinne wirklich Audi nur das erlaubt hat, was eben VW wollte. Das stimmt, genau. Und da mussten wir, dann hatten wir den Vertriebsvorstand von VW und den Marketingchef von VW und alle in Einzeleinladungen, erst mit der, oft mit der Begründung auch, dass ich, weil ich ja als Reifenmann sozusagen bekannt war da, haben wir gesagt, wir fahren ihn dort, um mal zu zeigen, wie wir neue Winterreifen dort erproben und interessante so. Und erst dort die Hose runtergelassen und gesagt hat, hier, das haben wir gemacht, dieses Auto. Wir wissen alle, das war heimlich und nicht ganz korrekt, aber da steht's, probieren Sie mal. Und dann hatten wir sofort alle Leute auf unserer Seite, weil das Auto war wirklich so überlegen. Da gibt es so eine nette Geschichte, wo der Birch, wir fuhren da an der Steilstrecke Turracher Höhe, und da stand rechts ein Team von einem Kettenlieferanten, die Schneeketten getestet haben. Und die haben den Birch erkannt, und wir haben dann da so Smalltalk, und die haben ihre Ketten da angepriesen und hatten uns erst schon angeboten, ob sie uns einen Satz montieren können, und Birch hat dann abgewinkt und gesagt, nein, wir fahren jetzt erstmal so weiter und macht den ganzen Staub den Berg hoch, dass die Kinnlade runtergefallen ist. Die konnten gar nicht glauben, die haben sich mit ihren Ketten bemüht, und wir sind mit und hatten am Ende sogar noch Sommerreifen drauf. Also das war... Wie erniedrigend, aber das wird so ein Pierich-Auftritt gewesen sein, wie er es gerne mochte. Ja, das waren so diese Auftritte, und die hatten natürlich dann auch viele Leute begeistert. Und der Höhepunkt bei der Überzeugungsarbeit war es dann, den Generaldirektor von VW zu überzeugen, der letztlich, wir wollten ja wirklich Geld und ein Serienauto machen und so. Und das war der Toni Schmücker, und das war die Zeit, wo die RAF in Deutschland ihr Unwesen getrieben hat, wo Martin Schleyer und die ganzen Geschichten, die er, diese Mogadischu-Lufthansa-Maschine entführt war und so. Und da gab es eine geheime Liste, die öffentlich wurde, wo der Toni Schmücker mit ziemlich oben unter den geplanten nächsten Opfern stand. Okay. Und das waren schon sehr, sehr ernst da. Und wir wollten aber genau in der Phase, im Sommer 1978, Anfang Mai, den Herrn Schmücker überzeugen. Mit dem, das Überzeugen an dem Auto war ja wieder auf der Türacher Höhe, die Traktion natürlich, um schnell mal zu zeigen, was das Auto wirklich kann. Und dann kam ein Mitarbeiter auf die Idee, in Lenting bei Ingolstadt einen Wiesenhang von der Feuerwehr nass spritzen zu lassen. Und wir lassen den Herrn Schmücker den Wiesenhang hochfahren. Das ist schneeglatt, wie man sich das vorstellt, nasse Wiese. Und da kam
Polizeieskorte davor und dahinter vorher das Gelände observiert und ein Hubschrauber oben drüber. Und das war ein riesen Aufwand, um den Herrn Schmücker auf diese Wiese dann da in Ingolstadt zu kriegen. Und wir hatten drei Autos bereitgestellt, einen BMW, einen 7er BMW mit Heckantrieb, den 200 Turbo als unser Prototyp, das künftige Aushängeschild des ganzen Konzerns. Frontantrieb, ne? Mit Frontantrieb. Und unseren A1-Prototyp Audi 80 mit Vierradantrieb, der ganz schüchtern nebendran stand als drittes Auto. Und der auch so klein war dagegen. Ne? Ja, ja, das war wirklich ein tolles Szenario. Ja. Und wie gesagt, Hubschrauber oben drüber, Polizeieskorte und so. Herr Schmücker kommt, steigt in den BMW, bekannte Größe, fuhr mit dem los und kaum fängt die Steigung da an, stand er fest und Räder drin durch. Kommt er zurück und sagt, ja, also was macht ihr da mit mir? Aber jetzt zeige ich euch mal unser neues Auto mit dem Frontantrieb. Setzt sich in den Audi und fährt mit viel mehr Schwung, dann mit richtig entschlossen los. Ach, und kaum einen Meter weiter stand er wieder. Und dann war er schon ziemlich ärgerlich und hat dann gesagt, jetzt, was wollt ihr jetzt? Soll ich jetzt mit dem anderen Auto da auch noch fahren? Und hat er dann auch gemacht. Und wir hatten schon gedacht, alles ist verloren. Weil er dann keine Lust mehr hatte, ist ohne viel Schwung losgefahren. Und erst am Fuß von dem Hügel hat er dann ordentlich draufgetreten und wusch war er oben. Und dann kam er zurück, hat sich alles erklären lassen. Und wir haben das erste Budget für das Auto genehmigt bekommen. Der berühmte Entwicklungsauftrag 262. Ja, ich glaube, so hieß er, ja. Ich habe es gelesen. Und da gab es die ersten 3,5 Millionen, glaube ich, waren das. Okay. Aber das war natürlich nur das Feigenblatt. Also wir hatten weiterhin nur mit unseren Freunden und unter der Hand und so. Ich meine, ein CN-Auto entwickeln hatte damals auch schon mehr als 3,5 Millionen gekostet. Ich glaube es ja. Aber was war, also wer hat denn das Geld bewilligt und gesagt, jetzt macht ihr damit ein CN-Auto, wusste ja selber, dass man das damit nicht entwickeln kann. Sie sollen einfach den Antrieb weiterentwickeln oder verbessern. Ja, na gut, aber es hat sich dann doch schon rausgestellt, was wir machen wollten. Ich sagte ja schon, das Coupé, Vakus ist beauftragt worden. Das Ding muss dann natürlich, es hat sich so ein bisschen hochgeschaukelt. Wir wollten dann ja auch 200 PS, nicht 170. Und wir wollten dann ja auch ein optisch etwas differenzierteres Auto. Und da hat Vakus und Martin Smith, die sind dann dran gegangen, haben aus dem Coupé die entsprechenden Modifikationen, was man so mit relativ wenig an Kotflügeln und Spoilern vorne, hinten und so weiter machen konnte. Und so ist der Quattro in der Form entstanden. Sie sagen das jetzt so dahin, der Quattro. Der Name, der kommt auch von Ihnen. Der Name kommt auch von mir, aber vorher kommt erst mal vielleicht noch der Hinweis der Professor Intra ins Spiel, nämlich wieder von... Und mein Professor Ernst Fiala auch. Ja, ja, ja. Beide, okay, dann machen wir erst mal die beiden. Die kommen nämlich vorher noch ins Spiel, denn bei dieser Erprobungsgeschichte spielt der Professor Fiala eine ziemliche Rolle, weil der war ja da eigentlich der Chef vom Piëch als Gesamtentwicklungschef im Konzern in Wolfsburg. Und Piëch war ja nur für Audi zuständig. Und der musste natürlich auch das alles absegnen. Und das war im Übrigen noch kurz die Probefahrt, die ich jetzt schildere, vor Schmücker. Also der musste natürlich vorher der Reihe der Hierarchie nach, mussten wir die alle für uns gewinnen schon. Der Professor Fiala hat den A1-Prototyp für eine Heimfahrt am Sonntag gekriegt. Also, dass er aussehen wollte, hat auch eine kurze Probefahrt, aber dann hat er gesagt, ich will mit dem Ding doch mal ausführlicher fahren und wirklich Erfahrung sammeln. Ist damit nach Wien gefahren und hat am Wochenende dann seiner Frau das Auto gegeben, damit die mal in die Stadt zum Einkaufen fahren kann. Und die fuhr dann in ein Parkhaus und in dem diese engen Kurven im Parkhaus führten dazu, dass die Räder schlupften, wie man so schön sagt, oder sich das Chassis verspannt, weil alles kein richtiger Differentialausgleich zwischen der Vorder- und der Hinterachse da war. Okay, ja.
Und das wussten wir natürlich auch, aber wir waren damals der Meinung, wenn man nur eine kleine Menge für den Motorsport oder für erstmal für die Fans oder für die Enthusiasten baut, so einen Sportwagen, da kann man das hinnehmen. Das passiert in einem engen Parkhaus, aber im normalen Straßenverkehr hat man das nicht gemerkt. Aber die Frau Fiala hat dann gesagt, ja, das geht ja nicht, das rupft so beim Kurvenfahren. Und das hat uns der Professor Fiala am natürlich Montag sofort gesagt, also das rupft Auto, so könnt ihr das nicht verkaufen und nicht, so wird es nichts. Und das war natürlich, ich sagte ja schon, wir wussten das ja auch, aber wir hatten das irgendwo verdrängt, weil wir dachten, es geht, wir haben keine Lösung. Sie hatten nur eine minimale Stückzahl auch geplant. Wir hatten damals auch nur, es war so, dass man für den Motorsport 400 Autos damals brauchte. Und deshalb hatten wir auch immer nur gesagt, wir reden ja auch nur von einem Sondermodell, 400 Autos, und um Motorsport dann da auch machen zu können. Der, der Vertriebsvorstand hat gesagt, 400 Autos kriegen wir gar nicht verkauft. Ja, das war so. Dr. Schmidt, der hat dann gesagt, nee, 400 Autos, und dann waren aber Piëch und Benzinger beide so schlagfertig und haben gesagt, die verkaufen wir direkt am Telefon von so an die Leute, die wir kennen, ja. Autoenthusiasten. Und da hat man ihm ein bisschen so das Argument aus der Hand genommen. Im Übrigen war der Dr. Schmidt vorher auch der gleiche, der den schönen Satz gesagt hat, ich bin kein Motorradverkäufer. Denn ich sagte schon, wir hatten ja auch ein Motorrad in Entwicklung, hatten damit auch durchaus ernste Pläne. Denn einst war ja mal DKW und NSU, jeder für sich mal Weltmarktführer im Motorradbau. Und wir hatten damals wirklich den Plan, das wieder zu beleben und ein Motorrad zu machen. Aber der Schmidt hat relativ schnell gesagt, nee, er ist kein Motorradverkäufer. Also das, und dann kam Gott sei Dank die Idee mit dem Vierradantrieb zeitgleich, sodass wir die Motorradidee dann beerdigt haben. Okay. Gut, aber das große Notprogramm, alle Mann mussten nachdenken, wie man also ein Zwischendifferential in das Auto bringt, aber eben elegant und leicht und ohne, dass man einen großen Mitteltunnel da braucht und so weiter. Und dann hat tatsächlich Herr Tengler, der Getriebekonstrukteur, die Idee gehabt, mit einer Hohlwelle durch das Getriebe auf das Differential zu gehen und dann von dem Differential dann wieder eben mit der äußeren Welle vor zum Antrieb. Und das war der wirklich geniale Durchbruch. Dann wurde ein Prototyp gebaut und das hat wunderbar funktioniert. Und das war wirklich das, eigentlich, wenn man so sagen, außer der zündenden Idee, der Idee vom Herrn Benzinger, überhaupt Vierradantrieb zu machen, war das die entscheidende Idee, die dann auch zum größeren Erfolg beigetragen hat. Und das war eine Probefahrt mit Herrn Fiala. Ach so, und dann hatten wir aber noch nicht genug Leistung in dem Auto. Wir wollten dann natürlich, wenn schon so ein eigenständiges Coupé, und die Ansprüche sind dann auch immer höher geworden. Wir hatten dann auch schon gesagt, nachdem das mit dem hupfenden Auto gelöst war, jetzt kann man dann eine größere Serie anpeilen auch, und hatten dann schon die Überlegung, das für alle Audis zu machen. Alle Audis so vorzubereiten, dass man sozusagen den Antrieb nach hinten, den Quattro-Geschichte, alternativ drunter hängen kann. Das war dann auch eine Fleißarbeit, aber das war die Voraussetzung, dass man Quattro dann für alle machen konnte. Und mit der Motorleistung hatten sich die in Ingolstadt doch wirklich schwer getan. Turbos waren damals ja auch noch nicht so weit verbreitet und die Erfahrung war noch schmal. Und dann habe ich zu Herrn Piëch gesagt, ich kenne da einen, der könnte uns da wahrscheinlich helfen. Und das war der Professor Indra, den ich eben von Alpina da kannte und wusste, wie gut der Motoren machen kann. Und der hat Turbomotoren gemacht für Alpina. Ja, klar, der kannte das, und ich hatte auch wirkliches Vertrauen dann zu ihm und habe ihn dem
Piëch hat ihn dann eingeladen und Indra hat auch dann den Job gekriegt. Ja, Sie haben jetzt schon nach dem Namen gefragt. Das war dann die nächste Sache. Das war dann schon 79. Da war dann klar, es wird dieses Auto geben. Und die Spezifikation war alles so, wie es dann auch wurde. Und er soll in Genf vorgestellt werden. Genf 1980, Genfer Autosalon. Und jetzt war die Frage, aber wie heißt das Kind und wie soll er dann wirklich in die Öffentlichkeit kommen? Und das ist natürlich die Namensgebung, Hoheit der Marketingabteilung und da kann nicht irgendwie die Technik auch noch, wir waren ja schon die das ganze Programm vorgegeben haben und die anderen durften immer nur hinterher nicken oder bei der Probefahrt sich überzeugen lassen und so. Und jetzt kamen die mit dem Namen, es war bei so einer Strategiesitzung in Wolfsburg, die höchste, die es da für diese Sachen gibt, bei Herrn Schmücker und alle Vorstände. Und da durfte auch sogar der Piëch ist da nicht ständiges Mitglied gewesen, nur in der, dieses Gang. Und dort sollte dann auch über den Namen von dem Auto entschieden werden. Aber Piëch war dann natürlich als der Fachmann und hatte mich mitgenommen und ich durfte dann rein, als das Thema Name auf der Agenda stand. Ich hatte mitgekriegt, dass die Marketingleute in Wolfsburg das Auto Karat nennen wollten. Und Karat war, sollte dann hatten das untermauert noch auch mit der Begründung des Coupé, Allrad, Turbo, irgend sowas kann man da aber rein. Das hieß doch später auch nochmal Karat, ne? Hieß nicht? Man hat später einen Karat als irgendeine Ausstattungsvariante bei VW dann noch verwendet, den Namen. Und das war ursprünglich als Allrad? Und das war der Name vor dort, Coupé, ganz klar, der sollte dort nur abgesegnet werden. Das war schon klar. Ich meine, der Schmücker hat sich am Ende nicht für Dove Cross, aber das wurde ihm, er musste die Sachen alle da ablegen und seine Vorstandskollegen. Und wir hatten vorher ja gesagt, wir brauchen einen eigenen Namen, der nicht ein Name ist, sondern der ein Gattungsbegriff ist, der diesen Allradantrieb symbolisieren soll. Der Name muss das darstellen, was wir wollen, das Besondere an dem Auto. Beispiel war, Turbo war mal ein Modell von Porsche, der hieß dann der Turbo und da, in dem Turbo hört man phonetisch die Turbinen schaufeln ja schon sausen und so. Und so einen Begriff hatten wir eben für den Vierradantrieb gesucht und haben alle möglichen Sachen erwogen und Tag und Nacht, was irgendwo hatte ich gedacht, was könnte das irgendwo sein? Und irgendwo in der amerikanischen Autozeitung hatte ich dann was von einem Quadratrack oder irgend sowas stand da so im Kleingedruckten, irgendwas. Also, und da bin ich wirklich auf dieses Quadra irgendwie so und dachte, das ist doch, hat auch was mit Quadrat, mit vier, mit irgendwie. Und dann kam ich am Ende wirklich drauf, Quattro, und bin Piëch gesaust und gesagt, jetzt haben wir es, Quattro. Ja, Piëch war ganz angetan, aber haben wir noch eine Weile hin und her diskutiert und dann sagte er, ja, aber Quattro klingt so stumpf. Quattro mit Doppel-T, das, da hört man das Rollende irgendwie noch, das klingt einfach phonetisch. Dann haben wir uns auf Quattro geeinigt und dann wichtig war, das wurde dann geprüft nach allen Seiten, dass man das Quattro, erstens mal muss es frei sein, zweitens muss es in jeder Sprache, in jedem Land nicht irgendwas Doofes bedeuten oder so. Und man darf es auch, kann es nicht verunglimpfen irgendwie. Quattro, da kann man nicht jetzt irgendwas Blödes draus machen aus dem Begriff und so. Und in Wolfsburg dann, also wir waren uns einig, Piëch hat mich dann da auch mitgenommen in der Sitzung.
Und ich hatte im Vorfeld dann von meiner Frau gehört, dass Karat ja doch ein Name ist für so ein 4711 Parfüm. Und ich hatte mir so ein Fläschchen von dem Parfüm besorgt und das hatte ich also in der Jackentasche. Und als es dran kam, und da war ich tatsächlich so frech und habe gesagt, na, ihr werdet doch aber doch denn das schöne Auto nicht nach dem Namen wie so ein Hausfrauenparfüm dann nennen wollen. Und wir haben dann das Quattro vorgeschlagen und das hat dann auch wirklich alle überzeugt und Quattro wurde genommen, dass wir bei den Marketingleuten nicht nur noch Freunde hatten in Zukunft, das war ja klar. Aber Quattro wurde durchgesetzt. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.